Solana-Investoren, aufgepasst! Solana mit dem nächsten extrem starken Kursanstieg, genauso wie wir es vor zwei Tagen hier auf diesem Kanal hier besprochen haben, wo wir jetzt die nächste sehr, sehr lukrative Long-Möglichkeit im Chart sehen. All das hier in diesem Video und damit Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading & Air. Ja, wir schauen uns heute wie immer Solana hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an. Welche Levels sind wichtig? Was ist unser genauer Fahrplan und wo können wir hier, wie gerade angesprochen, mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier auch wieder trade-technisch aktiv werden? All das hier in diesem Video. Das heißt, wieder mal vollgepackt mit Mehrwert und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins noch vorne weg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Algorithmus zu pushen. Würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Dann noch kurz eins in eigener Sache, da uns vermehrt die Frage jetzt erreicht hat, sag ich mal, wie man uns irgendwas für den kostenlosen Mehrwert über das Jahr was zurückgeben kann. Ganz einfach, ja, wir haben unten einen Link zu Bitget, das kostet euch nichts. Das heißt, wenn ihr euch darüber registriert, habt ihr sogar Vorteile, ihr spart euch lebenslänglich 10% Rabatt auf die Gebühren und unterstützt uns hier den Kanal. Und als zweite Möglichkeit haben wir die YouTube-Mitgliedschaften eingeführt. Wie gesagt, es sind nur Möglichkeiten euch oder beziehungsweise von euch, um uns zu unterstützen. Der Content, so wie ihr es gewohnt seid, wird weiterhin komplett so weiterlaufen und auch kostenlos bleiben. Das heißt, da keine Sorge, nur die zwei Möglichkeiten hier nochmal angesprochen, da eben jetzt vereinzelt eben ein paar Rückfragen dazu kamen. Aber jetzt genug gelabert, auch genug Eigenwährung. Gehen wir direkt rein. Solana hier bei den 118 US-Dollar, dementsprechend in den letzten 24 Stunden hiermit fast 5% im Plus. Und damit würde ich sagen, verschwendet mal gar nicht allzu viel Zeit, gehen direkt rein in den Solana-Chart. Und kurz für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, apropos für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, zwei Drittel der Leute, die hier auf diesem Kanal die Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Das heißt, wenn du zu den ersten 3000 Abonnenten hier auf diesem Kanal gehören möchtest, dann ja, sei lieber schnell, denn der Kanal ist der prozentual stärkst wachsende Finanzkanal im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wie gesagt, beeil dich an dieser Stelle lieber mal, aber jetzt genug geschnackt, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, ein Impuls nach oben, eine Wellen-2-Korrektur hier nach unten und aktuell hier in unserer Welle 3 im primären Szenario Richtung 622 US-Dollar als absolutes Mindestziel, hier weiterhin alles unverändert. In dieser Welle 3 auch eine Welle 1 nach oben, eine Welle 2 nach unten und eine Welle 3 nach oben, wo wir das Mindestziel aktuell bei mindestens, wie gesagt, 321 US-Dollar sehen und das wird mit jedem Kursanstieg, den wir hier sehen, strukturell einfach immer wahrscheinlicher, dass diese 321 Dollar ein absolutes Mindestziel für diese Welle 3 sind. Das heißt, unsere Spotkäufe hier unten in der 19-Dollar-Region definitiv mittlerweile massiv im Plus und an denen halten wir selbstverständlich auch weiterhin fest. Ehe wir jetzt eins tiefer gehen, kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden. So sehen hier die Signale beispielsweise aus, aber dazu muss gesagt sein, sind unsere Trades, wie wir traden, das heißt, ihr könnt es nachmachen, müsst es natürlich nicht. Das heißt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle, aber ihr seht komplette Transparenz und unserer Meinung nach diese Form der Transparenz auch einzigartig hier auf YouTube. Wir traden zudem auf Bitget, das heißt, wie gesagt, wenn du lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder hier einfach nur keine Kurserweiterung beim Nachtraden haben möchtest oder schlichtweg, wie gesagt, einfach nur uns bzw. den Kanal supporten möchtest, würde es sich anbieten mit einem Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles ein Kann, kein Muss natürlich. Und auch die Talk- und News-Gruppe ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt von unserer Seite immer Trade-Ideen rein oder kurze Zwischenupdates. Oder falls ihr am Austausch mit der Community bzw. mit uns interessiert seid, könnt ihr da selbstverständlich auch gerne beitreten. So, genug Eigenwerbung, gehen wir direkt rein ins Kursgeschehen weiter. Eine Stufe tiefer, weshalb wir davon ausgehen, dass diese, sagen wir mal, Welle 3 in Orange überextendieren wird, ist unser Subcount. Das heißt, auch eine Welle 3 ist wieder ein fünfteiliger Impuls. Wir sehen hier in Gelb einen Impuls nach oben, eine Welle 2 Korrektur nach unten, eine Welle 3 nach oben. Diese sehen wir primär noch nicht beendet. Eine Welle 4 würden wir dann im Anschluss noch erwarten, um dann mit einer Welle 5 nach oben Richtung 321 US-Dollar hier zu laufen. Gut, wie gesagt, Welle 3 nicht beendet im primären Szenario. Sollten wir die Welle 3 beendet haben, Supportbereich hier aktuell 79 US-Dollar runter bis 59 US-Dollar. Das ist der primäre Supportbereich. Klar kann das 0,5 auf Support geben, sehen wir aber in diesem bullischen Umfeld bei Solana einfach als nicht mehr wahrscheinlich an, sondern wir fokussieren uns hier weiterhin aufs 0,236er bis 0,382 Fibonacci-Level
für diese gelbe Welle 4. Ihr seht, wir gehen aber eher davon aus, dass wir wirklich unsere $170, die wir im letzten Video ausgerufen haben, auch wirklich anlaufen werden. Wieso, weshalb, warum? Da kommen wir jetzt dazu, denn ihr seht in unserer Welle 3 eine 1, 2 in grün und in diese grünen Welle 3 nochmal eine 1, 2, 3, 4, 5 hier in weiß. Das heißt, unsere grüne Welle 3 vollendet, unsere grüne Welle 4 auch kurz beendet, auch kurz und knackig wie unsere Welle 2. Und demnach sind wir aktuell hier gerade in unserer grünen Welle 5. Können wir auch nochmal reinschauen, wie wir quasi diese hier dann zählen. Und letztes Video, da waren wir hier knapp unterhalb der 100 US-Dollar. Und da haben wir genau das besprochen. Wir sind beispielsweise hier beim 1.618 in gelb reingestochen, konsolidiert, dann, was hat gefolgt, ein Pump. Was haben wir jetzt gesehen? Genau das, was wir eigentlich besprochen haben. Denn von unserem türkisen 1.2, wenn wir uns das hier reinladen und uns, sag ich mal, den normalen Extension-Bereich hier einmal reinladen, sehen wir, reingestochen ins 1.618er, Konsolidierung auf diesem Niveau, Pump nach oben. Das heißt, genau dasselbe auf Mikroebene, was wir zuvor noch auf Makroebene gesehen haben. Der Supportbereich vom letzten Video perfekt gehalten, nach oben reagiert. Was hat gefolgt? Die Überextension, reingestochen ins Überextensionslevel in Kombination hier mit unserem nächsten Makrolevel. Auch das haben wir besprochen, dass wir hier bei Solana höchstwahrscheinlich eher auf Makrolevel schauen müssen und uns nicht ganz zu stark auf die Mikro-Timeframes hier eben, sag ich mal, verkopfen sollten. Das heißt, wir hier wirklich schön gegriffen, $122 in Kombination mit dem Überextension-Zielbereich. Hier starker Widerstand erstmal an dieser Stelle. Wovon gehen wir jetzt primär aus und wie würden wir uns jetzt verhalten? Ihr seht schon, wir gehen primär davon aus, türkise Welle 3 hinterlegt, aktuell türkise Welle 4. Und wenn wir uns das einmal hier zeitlich bemessen, sehen wir, dass hier diese Welle 2 ungefähr 3 Tage gedauert hat. Was bedeutet, dass wir unserer Meinung nach hier mindestens 3 Tage in unserer Welle 4 auch erst einmal verweilen werden, auch tendenziell etwas länger, denn Wellen 4 sind zeitlich in der Regel etwas länger, wie hier eben Wellen 2. Bedeutet, wir gehen jetzt eher nicht davon aus, dass wir hier ins Exorbitante erstmal weiter pushen werden, sondern dass sich der Chart erstmal etwas abkühlen wird, wir etwas Kraft sammeln und auch preislich etwas korrigieren werden, das Ganze hier mal mindestens Richtung 109 US-Dollar hier laufen sehen. Der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wäre unser 0382 Fibonacci-Level, perfekt bei den 99 bzw. 100 Dollar, die psychologische Marke. Wir sehen es auch hier, eine kleine Ineffizienz plus das ehemalige 2 Fibonacci-Level, was Widerstand war, kann theoretisch jetzt zu Support werden. Wie gesagt, 0382 Fibonacci-Level, einfach nur der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für so eine Welle 4 hier eben angelaufen zu werden, um dann hier in einer Welle 5 zu drehen. Und das Ganze sehen wir dann weiterhin als primäres Ziel Richtung 170 US-Dollar. 138 US-Dollar sehen wir als absolutes Mindestziel in dieser Welle 5. 170 US-Dollar aktuell statistisch gesehen unser wahrscheinlichstes Szenario. Wie würden wir uns jetzt verhalten? Würden wir hier jetzt reinschauen? Höchstwahrscheinlich nicht, weil es für uns einfach kosten-nutzen-technisch oder Risk-Reward-mäßig einfach ziemlich unlukrativ ist. Wir weiterhin bei Solana in einem sehr, sehr bullischen Umfeld sind und wir da eher nicht reinschorten würden, auch wenn sie jetzt der Mikro-Timeframe hergibt. Aber ihr seht, das ist wirklich nur eine kurze Distanz, die wir hier eben zurücklegen würden, sage ich mal. Aber prozentual hat es in sich. Dennoch muss man auch prozentual mit einem SL dann auch etwas weiter agieren, was Risiko zu Reward-Sicht einfach nur unlukrativ macht. Da schauen wir uns eher die Strukturen, die wir seit diesem Hoch bilden, eher genauer an. Und ja, fokussieren uns dann ganz, ganz stark hier auf unsere Long-Zone, um hier dann einen Long-Trade zu hinterlegen und das Ganze hier Richtung 170 US-Dollar rauf zu traden. Denn das Ganze macht aus Risk-to-Reward-Sicht eben schon mal wieder mehr Sinn. Ist auch ein besseres Verhältnis, weshalb wir uns logischerweise auf die für uns als Trader an der Börse ja lukrativere Seite hier erstmal stellen wollen. The trend is your friend until the end. Und da wir hier, sag ich mal, diesen Trend noch nicht gebrochen haben und in einer Makro 3 der Welle 3 sind, stellen wir uns jetzt auch hier in den kleinen Subwellen nicht gegen den Trend, sondern fokussieren wir uns hier auch drauf, die kleinen Subwellen in Richtung des Trends hier eben mitzutraden. Gut, das Ganze soll es gewesen sein. Das heißt, zusammengefasst, unser Fahrplan, kleine Abkühlung, auch zeitlich gesehen wird das jetzt etwas dauern. Wir können jetzt nicht unmittelbar mit dem nächsten Pump rechnen nach dem primären Szenario. Wenn Solana da Bock drauf hat, dann hat Solana Bock drauf. Wie gesagt, wir gehen primär nicht davon aus, aber $109 bis $99
kann sehr, sehr interessant werden. Wenn die 92 Dollar fallen, sieht es nicht mehr danach aus, dass wir hinter diese türkisen 4 sind. Aber auch das nicht unser primäres Szenario. Primäres Szenario, eintauchen türkise Box, dann 170 US-Dollar, 138 US-Dollar als absolutes Mindestziel hier für unsere Welle 3 in Gelb gekennzeichnet. Gut, das Ganze soll es gewesen sein. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal über jegliche Form von Support. Wir sehen uns dann später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten noch im zweiten Video heute, das heißt heute wieder Double Upload. Und damit Trading und Erst raus. Macht's gut. Ciao, ciao.